Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Burg ist am Start. Welcome to Nova. Das sieht schon sehr gut aus, muss ich sagen. Zwei Tanks. Den raus, so viel Magenschaden brauche ich nicht. Dann nehme ich lieber noch den Elementar mit. Ja. Und dann machen wir den klassischen Start. So wie man es von mir kennt und auch erwartet. Sakura Blume. Schick mal eine Schnecke rein diesmal. Ja, Strategie folgendermaßen. Wurzelquallen hinstellen, Borgs hinstellen, das Tank. Die machen ihre Krabben, na, als Frontline so. Und dann wird geballert. Millennium, Wassergeist, Ende der Geschichte. Sollte gut klappen. Sollte sehr gut klappen. Fünf Worker. Hat keine Schnecke gekriegt, hat Shrine gehabt. Okay. Right away. Ja, das könnte ein Ei werden. Problematisch nur, dass ich mit Sakura gestartet habe. Dann kann ich mir von den Workern her das nicht leisten. Falls wirklich ein Ei kommen sollte. Muss ich wirklich gucken, dass ich auf 3 dann ein Robo rauskriege. Und wenn er was hinstellt, sieht es auch schwierig aus. Wir schauen mal. Let's go, boys. Kein Ei. Okay. Was zur Hölle? Auf Welle 2 eine Brut? Das habe ich noch nicht erlebt. Wahrscheinlich schon irgendwann mal, aber nicht so hart. Das ist verrückt. Ich gehe mal mit der Hexe mit. Weil magischer Schaden ist da für seine beiden Einheiten. Und wenn er jetzt noch was hinstellt, habe ich die Hexe am Start. Wo ist die Qualle hin? Madman. Okay, da bringt die Hexe nichts. Okay, er ist wieder durch. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Wäre es jetzt eine Katze gewesen oder eine Wurzelqualle oder sowas, dann wäre die Hexe geil gewesen. So natürlich dann nicht. Kleiner Lied ist immer gut. Macht wohl Fiesta. Also gehe ich mal von aus, wenn er mit dem Chloropixie gestartet hat. Und das hält natürlich nicht alles.
könnten auf 5 gehen oder auf 6. Also Teammate hat ein bisschen Overbuild. Okay, das sollte halten. Gar kein Problem. Ja, hat noch lange gereicht, dass ich dann den Robo noch rauskriegen konnte. Machen den Walk mal hin. Die Schnecke kommt noch mal raus, auf jeden Fall. Da schickt mir aber auch jede Runde irgendwas, ne? Oh, geht doch auf ihn! Hat jetzt schon den Berserker unten Zeus. In einer runter? Habe ich wohl nicht aufgepasst. Kann es gar nicht in einer Runde gebaut haben, viel zu teuer. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da oben nicht senden. Also dicke Sens. Dass wir den down kriegen. Können wir ruhig dahin platzieren. Geht vollkommen klar. Der Crablord, der holt ja seine eigenen Krabben. Genauso wie in dem Fürst des Todes, wenn du ihn vorne hinstellst, da wird immer zuerst dann der beschworene Drache angegriffen. Und das ist jetzt gar nicht auch, so schlecht. Baut nur die, damit er Mega Mythium hat, um mich auszulöschen. Deswegen schickt er jede Runde. Nur Mega Mythium haben. Vor Stichschaden. Magischer Schaden kommt. Und da brauche ich Stichschaden. Für den Berserker. Guck mal, was noch rausgeht. Magischen Schaden machen die platt. Magischer Schaden macht ihn auch mit platt. Ein Stich für die beiden. Gucken wir mal. Ja, vierte Exe geht mit raus. Alter, bombardiert mich ja. Sehr gut. War genau die richtige Entscheidung, die Echsen zu schicken. Berserker war tot, auch die Atome haben ihm nichts gebracht. Sehr schön. Ich hatte mal so eine Wurzelqualle auf. Ja, mal hier drüben hin.
Macht wahrscheinlich Sinn, auf einen neuen ja was zu schicken. Ich mach mal ein Lebensupgrade. Damit er sich schon mal regeneriert. Sonst passiert da nämlich nichts. So, schick mal die Kanonieren rein und dann noch ein Robo. Und dann sollte das eigentlich gegessen sein, Crab Lord. Wenn ich jetzt zu einem anderen aufwerte, was passiert dann? Ist auch nicht schlecht. Wird stärker, wenn teure Einheiten neben ihr platziert werden. Wird schwächer, wenn teure Einheiten. Dann nehmen wir die. Wer weiß, was teuer ist. Vielleicht die abgegradeten Wurzelquallen zählen als teuer, weil die hat gerade beide Buffs wurden gerade angezeigt für beide. Ein Crab wird aufgewertet. Okay, ich kann halten, das ist schon mal gut. Sollten den König aufwerten. Macht auf jeden Fall Sinn. Er hat jetzt nur noch die Chloropixies. Was ist das denn? Drache und Hirnwild. Lähmung, der regelt. Krabbe Beschwörer. Oh, das gibt's nicht. Das ist ärgerlich. Ja, jetzt sammeln wir ein bisschen. Shit. Lade ich den mal auf. Wurzelqualle mit hin. Oh. Hat noch ein Seelentor. Ich muss eine Hexe reinschicken. Consider it done.
Hexe wichtig für den Crablord und fürs Tor. Magischer Schaden gegen die Köter. Und was schicken wir jetzt noch rein? Wolfbroschall für den macht halt wenig Sinn. Noch ein bisschen mehr Magie. So, und dann noch Riesenschnecken wahrscheinlich. Der Rest alles in Riese zu stecken. Eine geht noch raus. Vier Riesenschnecken, eine Hexe, ein Robo. Wenn das nichts bringt, weiß ich auch nicht. Okay, der Matt bin mal sofort ausgelöscht. Gar nicht schlecht aus bei mir. Ja, ich habe ein paar Probleme. Schaff's nicht. Und das ist gut, dass wir den King abgegradet haben. Warum auf 14? Arkane Verteidigung. Ja, okay, macht Sinn. Ich will nichts gesagt haben. Crawl wäre nicht schlecht, Schleime. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen die Verteidigung boosten. Ich habe ein bisschen mehr gebaut, das hilft mir vielleicht. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ist zwar eng, aber das halte ich. So. Millennium steht. Ich muss ein bisschen mehr magischen Schaden rauskriegen für nächste Runde. Dann hier mal ein Upgrade machen. Sind schon fast abgekackt. Wir haben noch 50%. Das ist okay. Wenn wir jetzt auf 15 was gut schicken, er muss ja nur einen Kraken oder sowas raushauen. Was hau ich raus? Er hat viel Stichschaden. So. Jetzt brauche ich die Power der Crablords. Ich baue ein bisschen mehr, also 400 bisschen mehr. Okay, 3 gehen noch raus, ist gar nicht schlecht. Die Frontline schon mal stark. Mein Split besteht aus einer Wurzelqualle.
Wir haben aufgewertet. Kann easy neue Worker holen. Okay, er hat gehalten. Ich sollte aber durchkommen. Ja, 17 ist gut. So. So soll das klappen. Verteidigung ein bisschen dazu. Die sammeln jetzt. Okay, was haben wir rein? Holy shit. Okay. Das ist richtiger Spam am Start. Voreis muss rein. Magischer Schaden hat ein bisschen was. Riesenschnecken rein. Jetzt müssen wir mit Millennium rauskloppen. Kann ich hier vorne noch hinstellen. Wir hatten den mal noch auf. Und mehr geht nicht. Flächenschaden? Ne, hat er nicht. Also doch den Bananenbaum. Den Bananenbaum hat er. Mann, das sind zu stark. Abartig. Wir müssen das reinschicken, sonst sind wir gleich total im Arsch. Erstmal ein paar Crab Lords noch da. Minus 600. Immer noch sammeln. Shit. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind tot. Next.
Minus 1400, das wird nix. Das wird ein dicker Cent. 1800. Drei Belagerungsmaschinen, holy shit. Ja, das war's. Das war's. Hat auf einmal übelst viel Plus gehabt. Aber ich kam bei meinem auch nicht mehr durch. Naja. Man kann halt auch nicht immer gewinnen. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei an, wie es vorbei ist. Like, ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.